wenn wir mal von der akuten wirtschaftlichen Krise weggehen und wir stellen uns mal den nicht ganz fiktiven Fall vor einer Parteigründung, man würde Sie um eine wirtschaftliche Expertise bitten. Was würden Sie wirtschaftspolitisch zunächst ändern? Erstmal programmatisch, was würden Sie vielleicht als Wirtschaftsminister ändern? Ja, es ist vollkommen klar, was man ändern muss. Man muss den gesamten Zugang zu makroökonomischen Fragen, zu wirtschaftspolitischen Entscheidungen muss man ändern. Und das heißt, man muss von vornherein Mitarbeiter haben. Man muss auch in einer neuen Partei muss man Mitarbeiter haben, die verstehen, was da passiert, makroökonomisch, was ich jetzt zum Beispiel gerade erklärt habe. Das müsste man verstehen. Und dann muss man entsprechend handeln. Es nützt auch nichts, wenn man sagt, wir sind alternativ, wir sind links oder was weiß ich. Es hilft ja gar nichts. Die meisten Fragen, um die es geht, sind weder links noch rechts, sondern da gibt es einen intellektuellen Frame sozusagen, den man entweder kennt oder nicht kennt. Und da muss man erstmal Aufklärung betreiben. Und dann muss man tatsächlich in der deutschen Bevölkerung Aufklärung treiben. Eine neue Partei müsste zum Beispiel zum Thema Schulden, was bei uns ja das größte überhaupt umstrittene Thema ist, müsste man Aufklärung betreiben. Und diese Aufklärung sieht natürlich ganz anders aus als das, was Herr Lindner tut. Ich Ne? darf korrigieren. Es ist nicht umstritten, sondern Schulden sind böse. Ja, So ist klar, die umstritten. Lesart. Ja, Und klar. es sollte umstritten sein, ob Schulden wirklich so böse sind. Nicht? Das, ja. Müsste gar nicht umstritten sein. Ich sage immer, nach 10 Minuten habe ich jeder Gruppe von Menschen erklärt, dass Schulden überhaupt nicht böse sind, sondern das Normalste von der Welt. Auch wenn der Staat sie macht, sind sie immer noch das Normalste von der Welt. Und das kann man der Bevölkerung, das muss man der Bevölkerung erklären. Warum? Weil wir jetzt in einer Situation sind, wo man genau diese Frage entscheiden muss. Bekämpfen wir die Rezession? Das geht natürlich nur mit mehr Schulden wieder. Selbstverständlich und ohne Probleme. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern es gilt für ganz Europa. Wir haben ja den großen Konflikt in Europa, der ist ja vollkommen ungelöst, dass Deutschland darauf beharrt, diese 60% Schuldengrenze, ist ja so etwas ähnlich wie unsere Schuldenbremse, einzuhalten. Und das können die meisten Länder nicht. Italien hat jetzt von sich aus, die Regierung, Meloni, eine rechtsgerichtete Regierung, hat jetzt von sich aus gesagt, nein, wir werden im nächsten Jahr nichts dergleichen tun, sondern wir werden die Schulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt erhöhen. Und das gibt natürlich einen gewaltigen Konflikt mit Brüssel und mit Herrn Lindner. Aber Herr Lindner ist dabei immer von der Sache her auf der falschen Seite, weil er die Zusammenhänge nicht versteht.